Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, warum tatsächlich die Rampage die beste Sling-Weapon für Ballistik ist. Ich habe ein kurzes, naja, wobei ein kurzes, es geht ein bisschen länger als eine Minute, das Gameplay. Und ich zeige euch da, warum die Rampage tatsächlich die krasseste Waffe ist. Wenn ihr euch die Gegner im Endfight gerade im Ranked so gut ausguckt, dass ihr sicher sein könnt, dass ihr nicht gethirdpartied werdet, könnt ihr euch jetzt reinziehen, was die Rampage mit einem anrichtet. Viel Spaß hier mit diesem Gameplay noch zum Schluss und schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, welches ist die beste Sling Weapon, nachdem ihr dieses Video gesehen habt. Oh, hier könnte man jetzt... Oh, hier ist eine Wraith. Die ist solo unterwegs. Meine Ult ist voll. Ja, warte noch ein bisschen. Nee, ja, alles gut, alles gut. Ja, die Wraith ist raus. Ja. Ja. Scheiße, das weißt du, wie es endet? Einer auf dem Dach und einer unten drinnen. Ich gehe schon mal vor. Ja, geh mit dran. Drinnen. Einen hab ich. Zwei hab ich. Drei hab ich. Ich hab alle drei. Ja, gut. Jetzt mal da rein. Hier? Einen hab ich. Hab ich. Draußen. Ja, ich muss mal kurz Schild swappen. Hier draußen. Hab ich. Und ist fast down. Hab ich. Eine Pflicht, die ist fast down. Ja. Ich weiß nicht, wo die gelandet ist. Keine Ahnung, ich auch nicht. Nice, so Runde, Alter. Was für ein geiles Ding. Die Rampage ist einfach nur eine Drecksau, Alter. Der Endfight war richtig edel, Alter. Ja.